The Soccer Lounge. Präsentiert von Raiffeisen. We love football. Das ist Soccer Lounge, es ist Montagabend, das ist eine Live-Sendung und das heisst eben auch, dass man manchmal ein bisschen mit Unvorhergesehenem rechnen muss. Zum Beispiel, komm, jetzt können Sie, dass ich meine Brille vergessen habe, aber das ist nicht das. Wir schauen dann mal die Runde an, dann sehen wir, dass die ein bisschen anders aussieht, als wir eigentlich gedacht haben. Ich begrüße auf jeden Fall ganz herzlich hier den Lukas Stocker, den Raffi Gutzwiller und den Benny Lüthi. Eigentlich in dieser Runde sollte noch sitzen der Rich Munzi vom FC Thun. Der Rich hat aber, er erzählt es euch am liebsten gerade schnell selber, warum er heute nicht da ist. Team. Es tut mir wirklich von Herzen leid, dass ich heute nicht dabei kann sein. Es hat leider eine kurzfristige Änderung gegeben bei uns im Trainingsplan, Trainingsbetrieb, wo leider nicht zulässt, dass ich heute Gast darf bei euch sein. Ich hoffe, dass es für das nächste Mal wird länger, also dass es bald das nächste Mal wird sein. Und bis dann wünsche ich euch trotzdem alles Gute und eine gute Sendung. Bis dann. Ciao zusammen. Das war am Schluss vor allem noch der typische Rich Munzi-Move. Ja, wir hoffen, wir können ihn mal wieder da begrüßen, wenn es dann nicht gerade so mit dem Trainingsplan in den Weg kommt. Der FC Thun ist trotzdem das Thema des heutigen Abends. Der FC Thun, das ist ja immer so, Beni, du kennst das eigentlich am besten. Wenn man so rein von den Möglichkeiten der FC Thun mal ein bisschen anschaut, müssen wir rechnen, okay, sie sind einfach jedes Jahr eigentlich im Abstiegskampf. Trotzdem ist man mal überrascht, wenn sie dann tatsächlich irgendwie so weit hinten stehen. Was ist denn das, was sie jetzt dort hinten treiben hat? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Jetzt sicher das ganze Jahr durch ist sicher nicht optimal gelaufen. Also schon die Rückrunde letztes Jahr ist nicht gut gelaufen. Jetzt so die Vorrunde jetzt ist sehr, sehr schlecht. Also die Heimbilanz überrascht mich sehr. Und für mich fehlt halt so die Balance. Also hinten hapert es, man bekommt viel Goal, vorne hapert es. Aber dort, wo es eigentlich wie so wichtig ist, was es zusammenhalten dort ist, wieso dort fehlt für mich eben der Hediger, ist klar, oder? Und dort habe ich auch die Hoffnung als FC Thun Fan auch im Herzen, dass wenn er zurückkommt, dass dort wieder die Stabilität hineinkommt, die das Ganze zusammenbringt. Das können wir sicher noch zu reden. Es ist ja das, was Andres Gerber immer sagt. Der sagt immer, schau, wenn wir alles gleich gut machen wie Konkurrenz, dann steigen wir ab, weil wir da so irgendetwas Besseres machen. Ist das eigentlich eine Ausrede, die noch gilt? Weil jetzt hat doch der FC Thun in den letzten Jahren ein paar Transfers können tätigen, die ein bisschen Geld in die Kasse gespielt haben. Mit dem Spielmann, mit dem Sorgic, vorher noch mit Fasnacht, mit Zuffi, da ist ein bisschen etwas rum. Es ist nicht mehr so, dass sie einfach mit Abstand die kleinste Maus in dem Becken da oben sind. Also muss man eigentlich, kann man auch die Anforderungen ein bisschen aufschrauben? Ja, also es ist so, also der Abstand ist kleiner geworden finanziell. Also Thun hat ein Budget von 13 Millionen, ein bisschen mehr. Und von dem her, ich sage es mal, das ist mehr als die Hälfte, als jetzt zum Beispiel FC Zürich als Vergleich. Von dem her ist der Club gewachsen, auch durch die vielen Zuschauer, die sie haben, also für ihre Verhältnisse. Und von dem her, sie haben auch hohe Anforderungen. Also das ist ja nicht etwas, wo sie so gegen aussen zeigen, ja, wir sind die Kleinen, sondern sie haben hohe Ansprüche an sich selber und das Publikum. Man hat höhere Ansprüche. Also an dem liegt es nicht. Oder an dem, dass man irgendwie zu wenig ambitioniert wäre. Aber man kann auch sagen, sie müssten eigentlich vor ihren Mitteln müssten sie vor Xamax und Lugano zum Beispiel stehen. Ja, vor Xamax schon, ja. Also Lugano, weiß ich nicht, ist ungefähr gleich wahrscheinlich. Ja. Das kann man nicht so sagen. Ja. Was ja immer ist, Raffi, der FC Thun ist recht gewöhnt, dass sie jedes Jahr ihre Leistungsträger ersetzen müssen. Gleichzeitig aber meistens gerade das nötige Kleingeld nicht haben, um irgendeinen Cristiano Ronaldo oder so etwas in dieser Reichweite holen. Darum probieren sie es viel mit eigentlich ein bisschen Unbekannten, solche, die vielleicht erst auf dem zweiten Bildungsweg so in den Profifußball kommen. Das hat bis jetzt immer gut geklappt. Überraschenderweise, eigentlich hat man alle immer können ersetzen. Jetzt sind die Abgänge halt nicht 1-1 gerade so ersetzt werden. Wäre nicht eigentlich das der Normalfall? Und das andere eigentlich mehr ungewöhnlich, dass man das immer schafft? Ja, grundsätzlich schon mal. Aber der andere Gerber macht offenbar so gute Arbeit, dass es eben bei ihm fast schon Normalfall ist. Und ich glaube, es sind jetzt einfach auch noch ein paar unvorhergesehene Sachen dazugekommen, dass eben so
die Situation ist, wie sie ist. Haben wir Dennis Hediger gehört, Matteo Tosetti war am Anfang der Saison verletzt. Nello Ferreira, der zurückgetreten ist, wo ich das Gefühl habe von außen, dass er für die Mannschaft wichtig ist, auch wenn er nicht so viel gespielt hat. Und durch das ist es dann umso schwieriger, Abgänge wie Spielmann und Sorgic zu ersetzen. Ich denke, das ist ein bisschen, wenn du noch einen Hediger hast, der dir die Stabilität drin gibt, und Tosetti immer noch Topform hat und vorne etwas bringt, dann spürst du vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Und vielleicht hat Andres Gerber das auch unterschätzt, wie das die Situation genau ist. Aber ja, ich glaube, man kann ihn jetzt nicht kritisieren für das. Aber eben, das ist sicher bei jedem anderen Club ist der Normalfall, dass eben das Mühe hast damit. Mit dem FC Thun ist halt meistens gelaufen, hat man irgendeinen der Challenge League geholt, wo der gerade, ich weiß auch nicht, 15 Goal geschossen hat und das war wieder gut gewesen. Ja. Vielleicht kommt es noch. Die Saison ist ja auf jeden Fall noch nicht fertig. Was man bei Thun halt kennt, man kennt, dass man oftmals schon hintendrein gestanden ist, also dass man gegen den Abstieg gekämpft hat. Und es war ja oft so, gewesen, bei Clubs, die hintendrein stehen, die eigentlich grundsätzlich eigentlich gut spielen, dann braucht es ja oft nur sowieso einen Moment, ein gutes Spiel, ein wichtiges Spiel, das man gewinnt. Das hat jetzt Thun gehabt. Sie haben gegen Xamax das kapitale Spiel gewonnen und es haben eigentlich alle, also ich inklusive, gedacht, ja gut, jetzt haben wir wieder die Talsohle durchschritten, jetzt geht es wieder aufwärts, weil man hat jetzt Lugano daheim. Warum hat das nicht geklappt? Ja, wo ich von außen, also ich bin jetzt nicht extrem nah, die Stabilität fällt einfach an. Ich habe schon mal den Gewinn gegen Xamax und schon dort 2-0 vorne, 2-2 und dann 3-2. Also mir fällt dort wirklich die Stabilität, die Ausstrahlung. Und klar ist mir verunsichert. Oder mit immer Abstiegskampf hat man selten gehabt, muss ich ehrlich sagen, bis zum Schluss. Immer wieder ein bisschen hin. Immer wieder ein bisschen und immer ja. Ein bisschen Angst gehabt, wo man sehr vorsichtig ist. Aber wirklich Abstiegskampf hat man nicht so viel Erfahrung. Mhm. Und das ist jetzt wirklich etwas ganz Neues und dann muss sich der Club auch neu ausrichten. Also es ist jetzt wirklich auch die Frage, ob man das kann, ob man die Flexibilität hat, eine andere Ausgangslage anzunehmen und zu schauen, wie man das macht. Und nicht immer nur den gleichen, nicht Stiefel, aber die gleichen Werte und die sind wichtig. Aber jetzt braucht es einfach auch vielleicht eine kleine Flexibilität, wo man ein bisschen etwas verändert, vielleicht im Spiel, vielleicht in der Ansprache, keine Ahnung. Aber ein bisschen Umstellung braucht es jetzt sicher auch. Nimmt man das dann in Thun vielleicht auch ein bisschen gar auf die leichte Schulter? Man kann immer bei anderen sagen, bei anderen Clubs ist es oft so, kaum kommen sie dann in die Regionen gegen den Abstieg, dann bricht ja gerade die Superpanik aus, man macht irgendetwas. Kann aber auch das andere passieren, dass man findet, look, wir sind Thun, uns passiert sowieso nichts, man weiss, dass es gut kommt und macht einfach so weiter. Das glaube ich nicht, nein. Also, das sieht man auch den Leuten an, oder? Also, wenn man die Interviews schaut oder wie sie reagieren, also der Präsident Markus Lüthi oder der Andres Gerber oder auch der Marc Schneider, sieht man sehr gut, dass sie sind ambitioniert und sie nehmen es überhaupt nicht auf die leichte Schulter. Also, sie wissen, dass sie da etwas aufgebaut haben über Jahre und eine riesige Leistung gebracht haben, dass der FC Thun immer oben geblieben ist und das wollen sie natürlich bewahren, um jeden Preis. Ja, wenn du jetzt aber die Tabelle anschaust, Raffi, 6 Punkte sind auf das ganz rettende Ufer momentan. Würdest du dann sagen, ja, Thun ist Abstiegskandidat Nummer 1? Oder gilt es dann immer noch nicht? Für mich ist es nach wie vor Xamax Abstiegskandidat Nummer 1, weil es eben auch gerade im Direktduell auch nicht die besten Fallen gemacht hat und so weiter. Und so wie das Gesamte gesehen, habe ich das Gefühl, hat Thun ein bisschen mehr Qualität. Xamax ist doch sehr abhängig davon, ob der Nuzzolo gut spielt oder nicht. Aber sonst sehe ich ehrlich gesagt schon nicht viele Mannschaften, die schlechter sind. Oder keine eigentlich, weil eben vorhin hast du Lugano und Thun auf der gleichen Stufe, aber für mich ist Lugano, das hat man jetzt auch gesehen am Wochenende, aber auch sonst, auf dem Gesamten ist momentan einfach irgendwo durch einen Schritt voraus. Auch in Qualität als Spieler, oder? Ein Spieler wie ein Carlinhos oder so sehe ich jetzt bei Thun momentan nicht. Mhm. Ja, morgen, Benni, ist eine Pressekonferenz angesagt vom FC Thun und spekulieren natürlich alle darauf, dass das darum geht, ob der Marc Schneider weiter Trainer ist oder nicht. Kannst du da irgendetwas schon wilde Spekulation abgeben? Ja, nein. Nur wenn ich etwas wüsste, heute ist nicht morgen. Ja? Und morgen ist die PK. Von dem her ist es sicher da mehr, da irgendetwas zu sagen. Wir werden es sehen morgen. Prognose? Willst du eine abgeben oder kannst du eine? Nein, Prognose kann ich nicht abgeben, weil ich... Nein. Da weißt du zu viel, oder? Wie sieht es denn bei euch aus? Was denkt ihr, Lukas? Keine Ahnung, ich weiß es wirklich auch nicht. Also, es ist klar mich überraschen. Ich würde mich freuen, wenn es nicht so wäre, dass der Trainer entlassen wird.
natürlich, es kommt so ganz darauf an, wie sie das Ganze sehen. Ich meine, der Marc Schneider weiß selber, also er ist, das Entscheidende ist, ob er die Mannschaft erreicht. Ich glaube, das ist noch der Fall. Aber nach dem Spiel gegen Lugano haben schon alle ein bisschen sehr konsterniert reingeschaut, also inklusive Trainer. Aber wie man das jetzt kann interpretieren kann, das lasse ich offen. Ja, das ist ja der Mann, der eigentlich an deinem Platz sitzen, Lukas, ist ja während der Rich Munzi. Ja. Er ist ja auch ein bisschen charakteristisch eigentlich für den Weg, den Thun wie gegangen ist. Also sie haben, bei der Kaderzusammenstellung hat man zumindest von außen das Gefühl, sie haben auch viel Wert darauf gelegt, dass, was wir vorher auch schon angesprochen haben, dass es irgendwie menschlich passt, dass es charakterlich passt. Und vielleicht jetzt halt weniger, dass es spielerisch gerade irgendwie alles muss super überzeugend sein. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum das Thun jetzt dort steht, wo sie sind? Dass sie halt eben nicht wie andere Clubs halt einfach nur auf die spielerische Stärke schauen? Also meinst du, dass das so unisch? Ja. Nein, also ich glaube, ein Punkt ist vielleicht eben mit Rich Munzi und Simon Rapp, wenn sie zwei Spieler zurückgeholt. Mhm. Das ist speziell. Also es ist ein Spezialfall. Und es gibt auch Clubs, die sagen, ja, das ist vielleicht nicht so gut, einen Spieler zurückzuholen. Es gibt immer wieder Fans, fordern das immer wieder. Man hat das so Sentimentalitäten von früher und so weiter. Aber wenn man als Spieler oder sonst im Arbeitsleben auch an den Ort zurückkommt, wo man schon mal war, dann ist das immer vielleicht im Hinterkopf ein das Gefühl von einem Rückschritt. Oder? Ich bin schon mal da gewesen, jetzt komme wieder zurück und vielleicht gar nicht bewusst, aber unbewusst. Und ja, vielleicht ist es wirklich die, die sagen, das ist nicht gut, jemanden zurückzuholen, haben vielleicht nicht ganz Unrecht. Vielleicht. Ich habe dort dann das Gefühl, es geht auch mit Erwartungen einher. Also beim Rapp und Munzi haben sehr viel Goal geschossen damals bei Thun in der ersten Phase. Und jetzt ist die Sorge schon der Spielmann gegangen, der auch sehr viel Goal geschossen in der letzten Saison. Und dann haben wir gefunden, oder von uns so ein Gefühl gehabt, okay, malt jetzt der Munzi und der Rapp zurück und die schießen die Goal schon wieder. Aber die haben vorher eine schwierige Phase gehabt in ihren Club. Denen ist es nicht gelaufen, die haben eben auch die Goal nicht geschossen in den alten Clips, die es vorher gehabt. Und man hat das Gefühl gehabt, jetzt können sie wieder das Dossier führen an FC Thun und jetzt schießt das Goal um Goal. Und ich glaube, so einfach ist es dann eben doch nicht. Und vielleicht ist es dann auch, wenn man dort sagen jetzt, wenn Orgic noch gehabt hat und die jetzt wieder zurückgeholt hat, dann hätten sie auch den Druck nicht gehabt und hätten auch anders können spielen können, als gerade ich muss jetzt die Goal schießen. Das ist etwas, was Andres Gerber auch immer betont. Er hat immer so ein bisschen Mühe. Also er weiß, er muss die guten Spieler gehen lassen, weil das halt finanziell zum Überleben gehört. Er sagt aber auch immer, beim Gehen sagt er immer, ja, es ist gut, dass wir dir den Karriereschritt mit dir ermöglichen und du bist jederzeit wieder willkommen da. Also es sind jetzt auch viele Thuner wieder zurückgekommen. Ist denn in Thun einfacher, um das wieder zu bringen? Weil eben, wenn ein Barnetta nach x Jahren wieder zu St. Gallen zurückkommt, dann meinen alle, ja, wir wären jetzt wieder Meister mit dem Barnetta. Ist es in Thun anders? Ja, also das Thun ist sicher alles näher und familiär. Also es freut sich sicher immer, alle Leute zurückzukommen, das ist klar. Also es ist wie, aber der Verein hat sich gefreut, die Fans sich gefreut und die Spieler vor allem. Und für sie ist es wie so ein Ausschnaufen nach einer schwierigen Phase. Beim Rapp war es so, beim Munzi war es so. Und da fehlt eben mehr so die Spannung. Ich habe das Gefühl, sie machen sich zwar Druck, aber es fehlt so die Spannung von woher will ich noch, woher führt mein Weg, sondern ich komme wieder zurück, komme wieder an, ich kann mal durchschnaufen. Und die zwei Sachen passen für mich nicht zusammen, oder? Und es ist für eine Frau schwierig, es macht es niemand extra, aber ich bin nicht Fan von so allgemeinen Rückholaktionen, weil es ist wie einfach eben die Nostalgie spielt mit, du hast es gesagt vorhin. Und es ist so ein Ausschnaufen, anstatt wie so, okay, woher gehen wir jetzt? Und so. Und das bin nicht allzu fest Fan von so Aktionen. Wenn man natürlich den FC Thun anschaut und das Spiel vom FC Thun anschaut, dann kann man da natürlich lang sinnieren, was jetzt daran liegt, was da jetzt irgendwie gerade nicht richtig läuft. Wenn man aber das Spiel anschaut, und das passiert leider sehr oft, dann sieht man halt oft so Szenen, wie wir gerade jetzt auch wieder am Wochenende gesehen haben. Das ist im Heimspiel gegen Lugano. Und das ist halt der Guy Favre, der Botani einfach den Böllen mehr oder weniger anleitet. Raffi, es ist ja jetzt nicht der erste Schnitzer von Guy Favre. Es hat auch einmal den Wechsel gegeben, nachher ist Andreas Hirzel gekommen, hat auch wieder ein paar Spiele gemacht und ist wieder der Favre gekommen. Das ist halt schon, wenn man so Schnitzer drin hat, dann kann man eigentlich den Rest lang diskutieren. Also kann man nicht fragen, was macht der Marc Schneider falsch? Absolut. Ich glaube, das ist auch ein Problem beim FC Thun, dass es einfach sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, also dort fehlt einfach die Effizienz. In den entscheidenden Momenten bei den Strafräumen ist man nicht genug gut. Zwischendrin sieht es eigentlich meistens gar nicht so schlecht aus, aber in den entscheidenden Momenten macht man eben die Fehler, macht das Goal nicht oder man verschuldet es blöd, wie jetzt das beim Favre. Ich finde auch, klar, jetzt bei dieser Niederlage sieht er sicher nicht gut aus. Zwei Goal, wo er sicher nicht gerade glücklich aussieht. Ich finde es aber auch erstaunlich, weil er schon recht erfahren ist und auch schon ja, eine Weile dabei ist und eigentlich auch
auch ab und zu wieder in Frage gestellt wurde, aber grundsätzlich konstant solider Goalie ist. Ja. Ich weiss auch nicht, ob der Wechsel ihn auch nochmal verunsichert hat. Ich weiss nicht, was dort drin spielt. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen. Ja, ein Fragezeichen, warum also so viele Patzen bei ihm drin sind momentan. Kann es vielleicht auch sein, dass der Marc Schneider ist eigentlich bekannt dafür, dass er sehr, sehr einen schönen Fußballspieler hat. Das heisst, jede Bedrängung muss man eigentlich spielerisch lösen. Das hat man jetzt auch in dem Beispiel gesehen, der Böller kommt zurück. Wahrscheinlich von früher, der Guy Favre, hat sie dann einfach früher wahrscheinlich einfach für geschwart. Jetzt weiss er, mit den sie lieber nicht für geschwart, weil wir müssen ja hinten raus spielen. Es ist nicht das erste Goal, das Thun so kassiert hat nach einem Fehler vom Guy Favre. Hat der Marc Schneider vielleicht ein bisschen zu hohe Ambitionen an der Art Fußball, die er spielen will. Und das sind dann halt die Resultate davon. Da gibt es halt so Fehler, weil halt nicht alle das spielen können. Ja, also für die Goalie-Position stimmt das wahrscheinlich ein bisschen. Aber ansonsten nicht. Also ich glaube, Thun hat eigentlich die gleichen Statistiken wie letzte Saison. Wenn man Expected Goals anschaut, die sie haben und auch gegen sich haben, ist genau gleich wie letzte Saison. Aber wie der Raffi gesagt hat, ist die Effizienz vorne und hinten, wo schlecht ist. Und hinten ist natürlich die Goalie-Qualität, die diese Saison nicht stimmt im Vergleich zu den letzten Saisons. Und vorne habe ich ein das Gefühl, man sagt ja immer, die Stürmer sollten einfach immer schiessen, immer wenn jede Gelegenheit nutzen zum Schiessen. Aber ich glaube, sie schiessen ein zu viel. Also sie müssen ein mehr nochmal den Querpass machen, noch besser postieren, weil sie haben mehr Schüsse als letzte Saison, aber sie treffen das Goal viel seltener. Oder wenn sie das Goal treffen, dann der Pfosten oder der gegnerische Goalie. Also sie müssen noch ein mehr Ruhe haben vor dem Goal, ein mehr überlegt sein. Und interessant ist genau dann, wenn kein gelernter Stürmer auf dem Platz steht, genau, dann tüpfelt es also gegen Xamax. Dort haben sie eine riesige Effizienz gehabt. Ich denke, man hätte Xamax müssen gewinnen, von der Chance her, aber Thun hat dann gewonnen. Also, ja. Was haltest du, Benni? Du bist auch mal mit Goalies, hast du ja viel zu tun gehabt als natürlich als Verteidiger. Ist das wichtig, dass man dem Goalie auch sagt, du bist das Eins, du bleibst es auch, egal was du machst, mehr oder weniger. Und wenn du dann abgelöst wirst, dann bist du mehr oder weniger definitiv abgelöst. Aber der Marc Schneider hat da oft mal gewechselt. Der Raffi hat gesagt, das kann vielleicht zu einer Verunsicherung führen. Ist das so? Oder hat man einfach ich glaube jetzt in diesem Fall nicht. Oder? Ich glaube, wo viel geredet. Das ist schon ein langes Team, oder irgendwie Zusammenschaft. Ich bin Fan von Nummer 1, ja. Weil es eben auch die Stabilität braucht, wo ich am Anfang gesagt habe, die hätte im Moment nicht die Gier, oder? Aber dann müssen wir ja sagen, gut, dann tut man wechseln und tut den Hirzlin, aber dann bleibt er. Das ist ja die Frage, ab wann du das machst. Er hat es ja gemacht und dann wieder zurück. Und das ist ja schwieriger. Oder Gier war schon mal zu zweit gewesen, und ist zurückgekommen hat, und hat die Mannschaft aus dem Sumpf rausgeholt. Das hat man nicht vergessen. Also Gier hat echt beide. Und es gibt halt manchmal so Phasen. Und die hat echt nicht Platz im Moment. Er hat es jetzt ja. Und jetzt muss man wie irgendwie eine Lösung finden. Entweder findet man im Winter gemeinsame Lösung und irgendwie sagt, hey, wir finden einen neuen Ansporn. Oder dann muss man eine Lösung suchen, dass man neue Goalie hat. Aber das würde ich eher im Winter machen, wenn man das besprechen kann. Und jetzt aufgrund von einem Fehler, es waren mehrere einverstanden, jetzt innerhalb von einem Match und innerhalb von der Saison. Aber so innerhalb von einer Woche wechseln, finde ich, bin ich nicht Fan. Du hast noch etwas zu sagen? Ja, ist vielleicht eine Spekulation nur von einem Sportjournalist, der vielleicht immer alles mehr hinterfragt, als vielleicht andere. Die braucht es. Genau, und zwar, vielleicht hat es auch mit dem zu tun, dass er sich selber auch als Leader sieht in dieser Mannschaft. Das ist doch auch schon erfahren, schon länger dabei und sieht auch, es ist eine sehr junge Mannschaft vor sich. Dennis Hediger, der verletzt ist, vielleicht bürgt er sich auch einfach noch mehr Druck auf, mehr Verantwortung. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Rolle spielen kann. Also, wenn du das sagst, ich muss jetzt auch als Leader vorangehen. Und dann vielleicht auch mehr noch dirigiert, weil vielleicht der Hediger auf dem Platz nicht dirigieren kann. Das ist ja so, dass dort sicher die Verantwortung muss mehr verteilt werden. Ich kenne jetzt ihn als natürlichen Leader, der Guy, wo mit seiner ruhigen Art und mit seiner klaren Art dort kann vorausgehen kann. Und ich glaube, die Base, die er jetzt hat, würde jetzt nicht auf das schließen. Etwas noch, eben die Spielweise von Marc Schneider. Eigentlich ja, für einen Zuschauer ist es natürlich schön, wenn jemand auch mit nicht jetzt den gleichen Mitteln wie die Konkurrenz eigentlich probiert, schön zu spielen. Das ist etwas, was Xamax ja zum Beispiel auch mal probiert hat. Dann haben sie recht viele Goalie eingefangen und haben gefunden, nein, vielleicht gleich lieber ein bisschen hinten defensiver stehen. Ist das die Lösung für den FC Thun? Oder besser so weitermachen? Ja, es ist eben interessant, dass sie jetzt in diesem Match, in den letzten Match, wo sie wenig Ballbesitz gehabt haben, haben sie am besten also entweder gute Resultate oder gute Match gemacht. Also eben Xamax war das Einzige, was sie gewonnen haben. Dann IB und Basel haben sie auch sehr gut gespielt, hat sie mehr können holen. Dort haben sie auch weniger Ballbesitz gehabt. Und wenn sie mehr Ballbesitz gehabt haben, dann ist es irgendwie letzte gelaufen in der letzten Zeit. Also vielleicht müssen sie wieder... Sie kontern viel weniger als früher. Also das ist ein grosser Unterschied, eben, weil sie mehr gefleckt spielen. Die Frage ist eben, hat man die Spieler dazu zum Kontern? Muss man die Geschwindigkeit haben?
Ja, also meine, der Rapp ist schon schnell, aber nicht top schnell. Munsi ist es mehr, manchmal eine Frage von der Technik. Der GHD haben sie noch, wo auch noch da wäre. Mhm. Ja, da muss man sich sicher überlegen. Ja. Kann man das überhaupt? Dann einfach jetzt mit in der Saison so sagen, okay, gut, wir haben es probiert, mitspielen. Es ist nicht so rausgekommen, wie wir es wollen. Wir probieren jetzt etwas anderes, wir probieren jetzt einfach. Also komplett wechseln ist unmöglich, oder? Mit dem sind sie recht gut gefahren, eine Zeit lang, und haben auch wirklich viel Erfolg gehabt. Es wäre auch blöd, das einfach jetzt so aufzugeben und wir sagen, jetzt machen wir einfach nur noch lange Bau und so. Aber also am Anfang gesagt, es braucht einfach vielleicht auch dort eine gewisse Flexibilität, weil wir bei diesem Kurzbauspiel fällt mir im Moment natürlich auch mit dem Verwenden Selbstvertrauen, hat man einfach gewisse Kraft, eine Substanz dahinter, wo einfach, es ist gewisse, und das Kurzpassspiel, das führt wie nie nachher. Und ich würde nicht sagen, alles wechseln, aber es braucht jetzt auch vielleicht, ich würde sagen, von Marc auch, weiß auch nicht, ein kleines Schräubchen, wo er vielleicht einen leicht anderen Input rein tut, wo das Spiel auch wirklich umdenken und weg von dem, was man kennt. Und das könnte vielleicht etwas bringen, aber ich bin kein Trainer, ich habe keine Ausbildung, das ist meine persönliche Meinung. Das ist ja so aussen, gut am Fußball mit von aussen, und jetzt darf ich mal Experte sein über den Spieler. Also, aber ich würde es wünschen, die Flexibilität würde ich der Mannschaft wünschen. Ja. Ja. Wir tun das gerade noch vertiefen nach der Werbung wieder bei uns. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Wir sind wieder da beim FC Thun mit unserer Expertenrunde. Wir haben vorher schon mal die Wechsel auf der Goalie-Position angesprochen. Es ist aber nicht die einzige Art, wo der FC Thun wechselt. Wir schauen mal schnell eine Statistik an, die eben auch noch Band spricht für die diesjährige Saison vom FC Thun. Das sind jeweils die Wechsel gegenüber der Aufstellung in der Runde davor, in der Startaufstellung. Und dann sieht man, es hat einmal in der Runde 12 hat es nur einen Wechsel gegeben, sonst sind es jeweils immer mindestens zwei gewesen, teilweise sogar bis zu vier. Raffi, das ist schon, auch wenn man sagt, man will ein bisschen das alte Rotationsprinzip ein bisschen gelten lassen, das ist schon sehr viel. Es ist sehr viel, vor allem wenn man an FC Thun denkt, von der Vorsaison zum Beispiel, wo man fühlt eigentlich immer die gleichen Elf gespielt haben. Es sind sicher sehr viele Wechsel. Ich glaube auch nicht, dass alle nur gewollt sind von Marc Schneider. Ich glaube nicht, dass er immer sagt, ja, wir müssen rotieren. Sondern eben, dass es halt teilweise auch notgedrungen ist. Aber ich denke auch, das sind sicher relativ viele. Vor allem eben auch, wenn man das Kader vom FC Thun anschaut, wo halt nicht die ersten 20 gleich gut sind. Beim FC Basel kann schon mal die Startelf auswechseln und sie ist immer noch super league-tauglich. Mhm. Man muss sagen, es hat sicher auch viel mit den Verletzungen zu tun, wo der FC Thun jetzt nicht gerade mit Glück gesegnet war. Das sind andere nicht. Trotzdem zeigt es auch, dass die Startelf oder so, seine Stammformation einfach wie noch nicht gefunden worden ist. Es sind die neuen Spieler gekommen. Havenar ist reingerührt worden, mal als Stamm, dann ist er wieder weg gewesen. Dann hat der Kablan am Anfang nicht gespielt, dann wieder rein. Es hat viele von den Neuen haben auf einmal gespielt, dann wieder mal nicht. Das ist ja schon ein bisschen das Problem. Das heisst, man ist nicht zufrieden. Ja, es ist ein Zeichen, dass man versucht ist, nach dieser Stabilität, nach diesen ersten 13, 14 Spielern, wo man wie einfach bringt und dann gibt's halt wie, und dort hat man wieder Weg noch nicht gefunden. Klar, aber Spieler sind verletzt, es läuft, also Pech, das gibt es aus meiner Sicht wie nicht, aber es läuft wirklich nicht für den FC Thun im Moment, aber es zeigt auch, dass eben dort die Sicherheit fehlt, für die Stabilität aufzubauen. Das braucht einfach mal 3-4 Spiele für eine Mannschaft, vor allem für eine Abwehr. Mhm. Und da musste man viel wechseln mit Verletzungen, Zeug und Sachen, dass man dort mal reinkommt. Also das ist sicher so ein das Bild, das jetzt der FC Thun schlecht darstellt. Ja. Ja. Man sagt immer so, wenn es um Meisterschaftsentscheidungen geht, obendrauf, sagt man immer, die Bank entscheidet dort eigentlich. Wer hat da noch mehr Spieler zur Verfügung, die man aber kann bringen kann? Der FC Thun spielt jetzt nicht gerade um die Meisterschaft mit, aber trotzdem sind bis jetzt 24 eingesetzte Spieler. Das sind mehr, als sie in der ganzen letzten Saison eingesetzt haben. Ist das noch etwas, also geht dort etwas falsch? Oder kann man wirklich nur sagen, das, was Sie jetzt beide angesprochen haben, ja, es ist noch in der Pröbelphase. Für das ist ja die Meisterschaft schon zu weit. Ja, und was dazu kommt eben bei diesen Wechseln, das hat, er bringt mehr eigene Junioren, wo in Thun immer schwierig ist, weil man hat ein relativ kleines Einzugsgebiet, dort überhaupt Junioren rauszubringen, eigene, die können auf Super League-Niveau kommen. Und jetzt tut man noch mehr bringen als vorher. Also das ist schon ein Wechsel und das ist etwas Gewisses, zeigt schon recht viel Selbstbewusstsein. Also schon im ersten
ersten, zweiten Spiel, wie Justin Roth zum Beispiel im Mittelfeld. Gibt es aber auch solche, die ein bisschen Anlaufzeit brauchen, die viele Sachen Fehler machen und ja, nicht genau auf dem gleichen Niveau sind wie junge von anderen Vereinen, von Top-Vereinen und da noch mehr Zeit brauchen. Und das ist halt auch noch ein Faktor, der reinspielt in die Serie von Thun, dass die noch ein bisschen Zeit brauchen, die Jungen. Muss man ihm aber dann trotzdem zugutehalten, dass obwohl es jetzt sportlich nicht so läuft, dass man das trotzdem macht? Ja. Also dass nicht, dass dann Vasic und Roth dann halt... Ja. Das ist eine klare Strategie vom Verein, ja. Und das haben wir so gesagt vor der Saison und zieht das durch. Ja. Ja. Einer, der halt schmerzlich vermisst wird im FC Thun, Dennis Hediger. Ist aber schon ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ja, wenn man den hat, dann würde es anders, dann würde es einfach anders laufen, oder? Ja, es ist auch ein bisschen einfach, wenn man so sagt, ja, in der Rückrunde ist er wahrscheinlich wieder dabei oder vielleicht sogar schon in der Vorrunde noch, wenn er 1-2 spielt. Und dann läuft es dann wieder, weil so einfach wird es dann nicht sein. Aber ich glaube schon, dass er sehr, sehr fest gefällt. Einfach der Organisator dort, ich denke auch, ein Stilhart ist nur halb so gut, wenn er den Hediger nicht neben sich hat. Ich glaube schon, dass er schmerzlich vermisst wird. Das ist auch so eine Statistik, die es gibt, die ein bisschen modern ist, jetzt zum Anschauen, ist Passes per Defensive Action. Mhm. Also es zeigt ein bisschen, wie fest man Druck machen auf den Gegner. Also vor allem in der gegnerischen Hälfte. Mhm. Und da ist die Statistik von Thun diese Saison klar schlechter als letzte Saison mit dem Hediger. Also das merkt man, dass er fehlt bei dem. Also es ist klar, man kann weniger Druck machen auf den Gegner. Und das ist defensiv natürlich ein Nachteil, ein grosser Nachteil. Macht das so viel aus oder ist es gerade die Stabilität, die Sie angesprochen haben? Ich meine, man weiß, was Dennis Hediger alles für Löcher stopft. Das ist aber jetzt ja nicht die einzige Schwachstelle vom FC Thun momentan. Denkst du, es wird wirklich ein anderes Spiel sein, mit dem, wenn der Dennis wieder rum ist? Ich hoffe es und ich glaube schon auch, ja. Er ist wie so der Verbindungspunkt zwischen sehr vielen Achsen. Also sei es auf dem Spielfeld, sei es aber auch neben dem Spielfeld, wo er auch gleich auch wagt in seiner Verletzungsphase. Mhm. Und auch eben seine Art zu spielen ist... mit Vertrauen, mit der Brust raus. Und das ist das, was die Mannschaft jetzt braucht. Das ist das, was ihnen ein fehlt. Oder? Sie haben die Qualität, sie spielen sie ab und zu gut und haben Chancen und so. Aber es fehlt so die Sicherheit. Und die kann er von der Persönlichkeit her, und jetzt ist er auch noch älter geworden, er ist Vater, kann er dort sich reinbringen und weiss auch, was es braucht jetzt, glaube ich, auch. Wenn er jetzt die Vorbereitung mitmachen kann für die Rückrunde, könnte dort schon ein grosser Effekt passieren. Würdest du sagen, dass das Gefälle innerhalb des Teams in Thun grösser ist als jetzt vielleicht bei anderen Superleague-Mannschaften? Ja, sicher. Eben, Xamax ist auch vergleichbar. Also, so, wenn die ersten 11 eben gesund sind alle und spielen, dann ist es schon anders, als wenn eben noch 2-3 weitere dabei sind, die nicht zu der ersten 11 gehören. Ja. Was auch aber Dennis Hediger nicht kann, wahrscheinlich viel dagegen ausrichten, ist eine Schwäche vom FC Thun, wo wir noch schnell eine Grafik dazu anschauen. Anlangen können Sie schon auch erwähnen, das ist nur zu. Das sind erzielte Goal aus Standardsituationen. Das ist ja grundsätzlich eigentlich ein sehr beliebtes Mittel im Fußball, gerade jetzt für Mannschaften, wenn es gerade nicht so läuft. Mit dem kann man ja immer ein bisschen etwas erreichen. Raffi, du weißt zum Beispiel bei den Iren weiss man es, gegen die kann man zum Beispiel noch so überlegen sein. Irgendwann hat man trotzdem Angst, dass dann noch irgendwie ein Corner oder etwas hinfliegt. Das sind halt 6% von den Goal, von den wenigen Goal, die sie schon geschossen haben in dieser Saison, sind auf Standardsituationen. Letzte Saison sind es noch doppelt so viel gewesen. Das ist ja eigentlich eine Killerwaffe, wo man müsste sagen, da müsste Thun schon ein bisschen mehr draufsetzen, wenn man eben gerade vielleicht momentan Schwierigkeiten hat, um bis zum Goal zu kommen. Absolut, ja. Also es sollte wirklich ein Mittel sein, das Thun braucht. Und vor allem, es ist nicht einmal so, dass man das Gefühl hat, sie haben nicht Spieler, die das können. Also sie haben den Gastromann, sie haben den Tosetti, die können gute Bälle mitnehmen, sie haben auch grosse Spieler. Sie haben noch den Rapp und den Havenaar. Ja, sie haben, ich würde sagen, sie sind grössere Spieler im Schnitt, ohne dass die Statistik wissen. Doch, ja. Also Statistik, nein, Statistik ist wirklich interessant. Die Statistik, sie haben diese Saison, haben sie nach Freistöss und Goal, dann bringen sie mehr Abschlüsse als letzte Saison. Also mehr Abschlüsse aufs Goal, aber eben auch neben das Goal. Also sie jedes Mal eben, gibt einen Freistoß einen Corner und dann tut man einfach gerade immer sofort direkt aufs Goal, obwohl man vielleicht nicht so scharf kommt, also obwohl man nicht die beste Position hat, um wirklich das Goal zu schiessen. Man bringt dann einfach mal aufs Goal, anstatt dass man eben vielleicht nochmal querleitet und dann kann der schiessen und hat viel bessere Position. Also das ist wirklich, also und man hat ja eben Tosetti, also die bringt den Ball gut und so weiter. Ja, absolut. Aber man tut es einfach zu wenig dann rausspielen. Ist vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit da, oder dass man versucht einfach sofort abzuschliessen und zu wenig Selbstsicherheit und Ruhe hat. Oder? Ist das etwas, was man so mitspielt in so einem Moment? Wenn es halt vielleicht gerade nicht so läuft, dass man mit, jetzt habe ich schon mal die Chance, um irgendwie aufs Goal zu schiessen, dann mache ich es auch.
Ja, ey, also es will jeder helfen, es will jeder etwas verändern, es will so der Befreiungsschlag, den man zurück machen und so. Und dann verstehe ich, dass man die Unruhe hat in sich innen und vielleicht eben nicht die Klarheit, die vielleicht ein Leader hat, der wie ich einfach viel Goal schießt und den richtigen Moment findet, zum Abschließen. Aber nur noch schnell, also beim Essen sind nicht zwei Sachen, also eben die Heimstärke, die wir holen müssen und eben die Standards. Das sind ja einfachere Sachen. Die Standards kannst du üben und zum Spiel auslösen. Da hast du immer den Gegner auch noch sehr involviert. Und bei Standards hast du den aktiven Teil. Und kannst du das so machen. Und dort würde ich in der Winterpause relativ viel investieren, um dort die Sicherheit wieder zurückzubekommen, über Standards dort das Selbstvertrauen zu holen. Was halt auch noch vielleicht ein bisschen ist, also ich weiss nicht, ich könnte mir das jetzt wieder vorstellen, wenn du so eine Art Trainer bist wie der Marc Schneider, der halt gerne einen schönen Fußball hat. Es ist eigentlich lustig, nicht unbedingt der Fußball, den er selber gespielt hat. aber dem zumindest zuschauen, er lässt das spielen, sehr attraktiver Fußball. Vielleicht kann man auch sagen, ja, die Standards, weißt du, das ist ja nicht cool, weißt, wenn du mit dem Standard das Goal schiessest. Du willst lieber... Ja, aber da kommt erstens kommt es auf den Standard drauf. Ich glaube, es gibt schon Standards. Das kann sehr sein. Also, wir bei GC haben mal wirklich so eine Phase gehabt, wo wir europaweit die meisten Standards Goal geschossen. Und das war immer ein Riesenfest. Da hat es Ideen gegeben, da hat der Spieler noch etwas gesehen, wir können doch so. Und es war freie Hand gewesen. Und wir haben dort wirklich so viel Goal geschossen, es hat allen Spass gemacht. Dort dabei zu sein, wo sie hingen waren, haben wir uns absichern. Also, es ist wirklich so eine Dynamik aufgekommen, die wirklich Freude gemacht hat, die Standards zu schlagen und dort die Ideen zu machen. Also, es kann schon in die andere Richtung cool sein. Ja. Und vor allem, ich glaube, jetzt auch in dieser Ausgangslage, die der FC Thun ist, muss es nicht immer nur darum gehen, cool zu sein und geile Goal zu schießen, sondern einfach einmal die Punkte holen. Du meinst, man nimmt auch so mal in Kauf, dass man halt nur so einen Hochheckschuss aus 35 Meter von einem Fleisch nimmt. Ja, absolut. Ich habe manchmal das Gefühl, was so gewisse Parallelen mir so ein bisschen zeigt sich. So ein bisschen, es ist wie so, Marc Schneider mit Thun ist so ein bisschen vergleichbar mit der Celestini mit Lausanne. Auch dort ist so ein bisschen das, ich will gerne schön spielen, ich nehme aber in Kauf, dass halt viel Fehler passieren. Dafür will ich gerade vorne schön spielen und attraktiven modernen Fußball spielen lassen. Manchmal funktioniert es hervorragend. Das weißt du, die Lausanne-Saison, wo sie halt, dann haben sie halt teilweise mal 7 Goal bekommen, dafür haben sie 4 geschossen. So viel Sättiges gegen, siehst du die Parallelen auch so ein bisschen? Ja, es sind schon ein bisschen andere Trainertypen. Also der Celestini hat dann auch sehr radikal gewechselt zwischen denen, oder? Hat dann auf einmal sehr, sehr defensiv gespielt und dann auf einmal erfolgreich gewesen. Schneider tut schon mehr kontrolliert spielen lassen, oder? Also kontrolliert den Aufbau. Und Celestini ist schon mehr so, wenn er offensiv spielt, dann hau ruckmässig und mit allen führen. Von dem her ist es schon nicht so ganz das Gleiche, würde ich sagen. Und eben, wie der Benni schon gesagt hat, Thun hat eigentlich immer funktioniert mit dem Methoden, oder? Wenn man jetzt vorne mehr effizient ist und hinten der Gegner weniger effizient, dann ist alles wieder Butter. Also das ist ja einfach. Dort muss man Lösungen finden, im Strafraum. Eben, es gibt die drei grossen Mängel. Das sind die Standards. Du hast Heimstärke, das kann man ja fast nicht sagen. Man muss ja leider sagen, Heimschwäche, kein Punkt, kein Sieg in dieser Saison. Der individuelle Fehler hat es halt noch. Und eben vor allem die Torausbeute vorne. Wir haben das alle schon gesagt, Chancen hat es genug gegeben. Neutrale Zuschauer sagen, es hat viel Pech gehabt. Du hast aber vorher gesagt, Pech gibt es nicht im Fußball. Ja, längerfristig nicht, nein. Das ist meine Meinung. Also, wo viel verletzt ist, kein Pech. Es ist wie so eine Dynamik, die es dann so einnimmt. Und da ist jeder so ein bisschen verantwortlich, wo da dabei ist. Ja. Das würde aber heissen, wir haben eben Sorgic und Spielmann sind weg. Das sind zwei, die für viel Goal geschossen, viel Goal gesorgt haben in der letzten Saison. Jetzt Sorgic. Sorgic. Ja. Für viel Goal gesorgt. Sehr schön. Ja, jetzt muss man die irgendwie ersetzen. Mit dem Rapp klappt es momentan noch nicht so ganz, mit dem Munzi auch nicht. Ist das vielleicht ein bisschen einfach, dass man denkt, okay, wir geben jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viele Scorepunkte auf und holen uns eigentlich mehr oder weniger die gleichen Werte wieder rein? Ja, vielleicht. Ja. Also vielleicht hat man auch gehofft, dass es einfacher und schneller kann funktionieren kann. Auch ein GAD, der auf dem SC Kriens kommt, wo man vielleicht das Gefühl hatte, der wird gerade einschlagen. Ist halt auch ein Sprung, oder? Ist auch ein Sprung. Und zudem muss man auch sehen, dass eben SC Kriens nicht die Übersaison hatte. Dort hat der Nico Segres die Übersaison gehabt, nicht der GAD, der nebenan war. Also, vielleicht hat man. Also,
ja, vielleicht hat man es dort dann auch einfach auf die leichte Schulter genommen. Aber eben, es ist auch schwierig zu sagen. Es könnte auch plötzlich funktionieren, weil der Dejan Sorgic vom SC Kriens damals glaub, sogar aus der ersten Liga oder Promotion League kam, der hat auch einfach funktioniert. Oder? Also, es hätte ja auch so können aufgehen. Es ist von dort her auch, vielleicht auch ein bisschen unberechenbar, wenn du die Strategie hast, aus der Challenge League Spieler raufzuholen, ob es funktioniert oder nicht. Und der FC Thun fährt mit dieser Strategie seit Jahren gut, dass sie immer wieder Spieler holen, die man noch nicht so kennt. Und jetzt eben Unsi und Rapp sind Rückholaktionen. Ja, das wäre eigentlich sicherer Wert gewesen, sozusagen. Eigentlich schon, aber eben vielleicht ist genau das, was wir vorhin gesagt haben, dass es eben doch nicht so einfach ist, wieder zurückzukommen. Ja. Was man muss sagen, ist, sie sind ganz andere Spielertypen. Also die zwei grossen mit viel Wasserverdrängung und der Sorgic war etwas agiler. Ja. Und für eine Mannschaft ist es wahnsinnig schwierig. Es war alles ausgerichtet auf den Stürmer vorne. Oder? Also, klar hat man auch die Flexibilität gehabt, aber es ist alles auf ihn ausgerichtet, dass er die Goal kann schiessen kann. Jetzt hast du zwei völlig andere Spieler. Vielleicht hat man das reingenommen ins Training, vielleicht nicht. Aber dann musst du wie halt einen leicht anderen Ansatz finden. Weil das sind zwei ganz verschiedene Spielertypen, die man da hat. Und das, ja, das wäre vielleicht auch noch ein Aspekt, der vielleicht dort reinspielen würde. Jetzt kommt dann das Transferfenster geht wieder auf, wenn man so ein bisschen das Spieltelegramm von Agé Auxerre anschaut. In der zweiten französischen Liga sieht man, dass der Sorgic fast immer auf der Bank hockt und wenn mal nur 5 Minuten reinkommt. Nicht eine Rückholaktion. Also ich glaube, wenn wir vom GAD geredet haben, ich glaube, der hat schon Potenzial für die Superliga. Also glaube, vielleicht hat man ihn ein bisschen zu wenig forciert, eben weil man da auf die anderen gesetzt hat. Ich glaube, er könnte schon etwas bringen, also, wenn er ein bisschen reinkommt. Oder? Mhm. Wobei eben, der Rapp ist ein Superstürmer eigentlich. Er muss einfach irgendwie den Knopf auftun. Oder? Also, von dem her könnte es auch eine interne Lösung sein. Oder, meine, die Challenge League ist halt, sind die Stürmer, die im Moment viel treffen, sind viel zu teuer für den FC Thun. Ja. Ja. Aber es gibt sicher noch irgendwo etwas zum Ausgraben. Stürmer sind immer teuer. Ja, das ist ja, überzahlt. Die Verletzten, die haben wir auch noch angesprochen. Jetzt haben 9 Spieler haben jetzt gefehlt. Ich glaube, am letzten Spieltag oder 9 Spieler sind entweder verletzt oder krank gewesen. Wenn wir da auch noch mal dein Zitat vom Führer nehmen, es ist nicht nur Pech. Wie können denn so viele Spieler so oft verletzt sein? Ja, aber es geht vielleicht ein bisschen weiter als meine Aussage. Es geht wie so um die Stabilität innerhalb des Spielers. Da ist man vielleicht ein bisschen schneller krank, wenn man nicht so viel Selbstvertrauen im Verein hat. Wenn es nicht so Spass macht, man ist schneller verletzt. Ich meine, als ich mein Kreuzband gerissen habe, ist es mir auch nicht gut gegangen, eine Zeit lang. Und dann ist halt das wie einfach Erfolg aus der letzten Zeit, aus den letzten Monaten. Der Cup-Final ist verloren gegangen, mit einer schlechten Rückrunde gemacht, man ist knapp noch 4. geworden, man ist ausgeschieden im UEFA Cup, obwohl es nicht so schlecht gespielt hat. Und es läuft einfach nicht. Dann verletzt man sich aus meiner Sicht einfach auch schneller. Ja. Das ist darum sage ich nicht Pech. Also es ist schon Pech, ich muss es niemandem gönnen, aber es ist wie einfach kein Zufall, wenn so viel auf das Mal verletzt sind. Ja. Da sieht man immer wieder, wie lange das deine Karriere eigentlich schon her ist. Wenn er sagt immer nur UEFA Cup. Habe ich nie gespielt. Europa League. Wir gehen kurz in Pause. Aber wir haben jetzt so viel über Simone Rapp geredet, dass wir auch noch schnell zu Wort kommen in der IF-Series. Wer? Wieso? Ja, weil ich bin gross, okay. Keine Ahnung. Die lacht. Die lacht. Ja, es gibt ja sicher eine. Shine on your crazy diamond von Pink Floyd. Ja, ich denke, das Dribbling von Ronaldo. Ja, ich würde probieren, nicht so viel Krieg in der Welt zu machen mit allen. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen.
Willkommen zurück in der Soccer Lounge Special Edition FC Thun. Wir haben viel geredet über die Chancenverwertung vom FC Thun. Da ist der Simone Rapp natürlich angesprochen. Wir haben ihn vorher gerade noch in der If-Series gesehen. Wir wissen jetzt immerhin, dass er gerne ein Bär wäre, wenn er ein Tier wäre, würde er passen. Auf jeden Fall, wir schauen mal eine Statistik an von diesen Mittelstürmern in unserer Liga, die bis jetzt mehr als 10 Schüsse aufs Goal angebracht haben. Wie erfolgreich das sie sind, wenig überraschend. IB mit dem Jean-Pierre Nzame aus 21 Versuchen, 15 Goal. Das ist alles stolze Quote, gerade alle die, die dort vorne sind. Denen läuft es natürlich extrem fest. Wenn man den Thunstürmer sucht, muss man ein bisschen weiter hinten schauen. Simone Rapp, 15 Schüsse aufs Goal, 4 sind drin, Ausbeute von 26. Wir wissen ja, vor allem der Lukas natürlich, das ist nicht unbedingt die ausschlaggebende Statistik, die Schüsse aufs Goal, da gibt es ja noch alles gross mit Expected Goals und was auch immer. Trotzdem, Benni, was mich noch wundernimmt, du hast vorhin gesagt, Stürmer sind sicher die teuersten, die bestbezahlten. Sind sie aber eigentlich auch besonders sensibel? Also wenn es nicht gerade läuft, wie der Simone Rapp bis im letzten Aufenthalt betont, dann geht eigentlich alles hin und kaum hat es ein bisschen Probleme mit dem Selbstvertrauen, geht irgendwie einfach gar nichts mehr. Also wenn sie nicht sensibel sind, wären sie nicht betont, weil dann hat so eine Konstanz und ein Stürmer zu finden mit Konstanz, das ist wahnsinnig schwierig, weil sie wirklich auch so ein bisschen das Feinfühlung auch haben, oftmals. Sie wirklich auch das Kreative und das Abschließen und das ohne Gedanken etwas machen und wenn mal der Gedanke dazwischen kommt, wie es bei der Stimme beim FC Thun, dann hat man das immer noch so im Hinterkopf, jetzt muss ich ihn machen, jetzt muss ich schießen. Du hast gesagt, sie schießen oft, jetzt will ich helfen. Mhm. Und so dieses Feinfühlige kommt dort dann ein bisschen vor, im Negativen. Und dann würde ich schon sagen, die Stürme sind schon eher so die Feinöckel. Also sind sie so, dass die Leiteste, also kannst du das in Erfahrung so... Ja, ich würde schon so sagen, dass sie so ein bisschen... Wenn es gut läuft, sind sie wirklich immer happy und wenn sie nicht läuft, machen sie sich auch viel Gedanken, aber sie sind sich nicht so gewöhnt, so viel Gedanken zu machen im Sinne von Selbstvertrauen und so. Das ist echt extrem wichtig als Stürmer, weil du musst einfach den Power haben und das Vertrauen haben und das Goal schießen. Und wenn das mal nicht ein bisschen ist, nur ganz wenig, dann fällt es einfach wieder. Das ist jetzt gerade schwierig, Raffi. Jetzt hat man den Simone Rapp, auf den hat man viel Hoffnung natürlich gesetzt, haben wir den GHD aufgeholt. Das sind der Rapp 4 Goal, GHD glaube ich 1, Munzi 0. Kass, oder? Ja, Novak. Aber irgendwo muss man jetzt ja das wieder herkommen, das Selbstverständnis, ja, ich mache sie, ich kann Goal schiessen. Wie kommt denn das wieder? Das kommt ja nicht einfach so. Ja, das ist, glaube ich, relativ schwierig. Also, was man sicher machen kann, ist im Training. Gut, wenn der Goalie auch noch krise hat, ist es vielleicht nicht ganz so praktisch. Dann aber normal ist Training immer. Nein, aber so ein bisschen, dass man die Schussübung halt macht und dann halt innerhalb des Strafraums ist, halt, dass man einfach mal Goal schießt. Dass man auch irgendwie wieder merkt, hey, ich kann die Goal machen. Ich kann ich bin zu wenig nüchtern, um zu wissen, wie sie trainieren. Ob dort der Munzi jedes Training 4 Goal schießt, möglich. Und dann läuft es einfach im Match nicht, ich weiß es nicht. Das ist sicher etwas, was man machen kann. Und ja, ich glaube, man muss einfach auch nicht zu viel Drama studieren. Da bin ich jetzt vorhin gesagt, die studieren dann die ganze Zeit, ah, wie hätte ich das können machen und wie mache ich das Nächste. Und eigentlich sind ja das Stürmer, die das intuitiv eigentlich richtig machen. Sonst wären es nicht die, die es sind, oder? Ja. Er hat zwar gesagt, ja, wenn es konstant gut wäre, wäre es nicht mehr zu tun. Aber wenn es nicht gute Stürmer wären, wären es auch nicht beim FC Thun. Oder? Und vielleicht müssen sie wirklich von dem wegkommen, immer daran denken, ich muss jetzt das Goal schießen, sondern einfach dann, ja, wieder normal shooten und dann eben im richtigen Moment über Leiterball reinschieben und nicht einfach irgendwie immer abziehen, wie wir vorhin gehört haben, einfach aus allen an. Es hängt ja natürlich noch ein bisschen mehr zusammen damit. Es ist nicht einfach so, dass der Rapp jetzt das Goal jetzt gerade nicht trifft oder beziehungsweise einfach so der Böller nicht in die Masche geht. Es hat natürlich noch viel mehr gewechselt. Also wenn man jetzt mal auf die letzte Saison schaut, eben hast du halt einen Spielmann und einen Tossetti gehabt, vorne einen Sorgic. Das hat einfach so hervorragend zusammen funktioniert, dass man halt schlussendlich dann ein bisschen in die Europa League Qualifikation. Jetzt hat man überall dort neue Spieler. Man hat den Nias Hefti, der am Flügel spielt, den Salanovic, der mal dort halt rechts spielt, dann den Tossetti, wenn er mal einsatzfähig ist, dann kommt er wieder. Dort ist halt sehr, sehr, sehr viel Wechsel. Gibt es da einfach halt wirklich keinen Plan B? Also wenn nach dem Thun-System die Flügel nicht so funktionieren, wie halt eben ein Tossetti und ein Spielmann funktioniert haben, dann wird es schwierig für die vorne. Nein, also gut, eben Spielmann ist natürlich ein Punkt, der ist natürlich schnell und das ist vielleicht das Element, das fehlt, eben mit dem Konter, dass man dann nicht mehr so schnell in Konter fahren kann. Spielmann hat dann einfach immer vorne gewartet, haben die Waffen eben auch noch gehabt, zusätzlich. Mhm. Und der Tossetti ist auf Tossetti, er hat jetzt lange gefehlt, aber bringt jetzt seine Flanken wieder, sie müssen dann einfach noch reingebracht werden. Eben, das ist lang verletzt und hat jetzt schon 6 Assists. Ja, also, ja, genau. Das eben. Ist eben seine Bedeutung. Mal. Genau. Also von dem her, nein, es ist eben einerseits eben das Element von der Schnelligkeit, das vielleicht ein bisschen fehlt, dass man schnell Konter fahren kann.
Und dann eben haben wir viele Junge, die vielleicht noch ein bisschen lernen, vielleicht ein bisschen cleverer agieren in den verschiedenen Situationen. Und dann muss man vielleicht einfach so etwas machen, wie als Trainer einfach den Druck nehmen von den Spielern, dass man einfach, es ist schwierig oder, in dieser Situation, aber dass man sagt, wie ist jetzt egal, einfach haben Spass. Es ist natürlich nicht einfach, es ist einfacher gesagt als gemacht, aber so kann man dann eben die Ruhe wieder rüberkommen, zum vor dem Goal vielleicht noch mal eine Sekunde warten und dann im richtigen Moment abschliessen. Du kannst es ja vielleicht gerade beurteilen. Kann man das in dieser Situation einfach sagen? Man ist zwar Letzter, man hat einen Rückstand, einfach sagen, Jungs, viel Spass. Also man versucht sicher alles. Also der Marc versucht sicher alles, um die Spieler wieder aufzurichten und dort das Vertrauen weiterzugeben. Aber als Spieler ist es passiert nicht einfach so, oder? Genau dann, wenn du es nicht erwartest, passiert es dann. Also wenn du nicht mehr überlegst, was könnte ich noch machen und wenn du irgendwie einen Moment kannst loslassen, wo es dir so scheiße geht und dann irgendwie ein Erlebnis hast dann, und das wieder kannst du vergessen. Also wenn du auf die Lösung wartest, dann kannst du auch lange warten. Also du musst aufhören warten, sondern einfach wie machen. Mhm. Wir haben das auch vorher schon mal angesprochen, dass ja etwas, was Thun sehr speziell macht, ist, dass eben die Transfers aus dem sozusagen Nirgendwo, die kommen neu mit hin. Und es ist halt bei Thun im Unterschied zu anderen Clubs, die Spieler wissen, sie kommen irgendwie auf ein neues Level und es ist völlig okay, wenn sie Fehler machen. Oder? Das darf man ja eigentlich machen. Sie werden die Jungen jetzt reingerührt, noch mehr. Das war eben der Vorteil gewesen. Bei Thun darf man das machen, anderswo vielleicht nicht. In dieser Situation, jetzt, sieht es ja schon etwas anders aus. Besteht da nicht die Gefahr, dass die vielleicht gerade kaputt gehen an dem? Dann hast du sozusagen den USP von Thun nicht mehr, dass man eigentlich das darf machen, was man will. Ja, ob es jetzt gerade kaputt geht, weiss ich nicht. Aber ich denke schon, dass die Situation ganz anders ist. Man hat jetzt nach dem Lugano-Spiel gesehen, wo die Fans pfiffen haben, auch zu Recht. Absolut zu Recht. Aber dort merkt man halt schon. Also, es ist nicht so, dass Thun keinen Druck gibt. Vielleicht ist es etwas kleiner als Zürich oder Luzern oder St. Gallen, wo dann das ganze Umfeld viel schneller unruhig wird. Mhm. Ich denke, wenn Druck kommen ist, ist er auch dort. Und eben bei Thun ist es halt immer so gewesen. Man hat zwar immer das Gefühl, Abstiegskandidat Nummer 1, aber eigentlich sind es immer noch etwa 5 Spiele gar nicht mit Abstiegsrang gewesen. Yeah. Und auch die ganze Saison nicht mehr hergekommen. Letzte Saison sind es ewig lang Ritter gewesen. Und dann kannst du natürlich einfach mal einen reinrühren. Und der spielt dann einfach und das funktioniert dann. Und das ist jetzt halt schon etwas anders, wo du weißt, hey, wir gehen jetzt auf den Platz, wir haben jetzt ein Kapitalspiel gegen Lugano und müssen jetzt einfach unbedingt gewinnen. Mhm. Und daheim haben wir sowieso noch nie gewonnen diese Saison. Also, es ist dann halt schon schwierig, oder? Also, meine erste Saison, als ich vorher bei den Profis war, sind wir abgestiegen. Und das war extrem schwierig, aber wenn du dort rauskommst als junger Spieler und das viel kannst mitnehmen und die Erfahrung kannst mitnehmen, nimmst du extrem viel Boden mit. Mhm. Und von dem her, ich fände es schade, wenn man dort die Jungen würde quasi schützen vor dem. Wenn man es wie hinten dann, ja, gibt man gleich Vertrauen und ist einbettend und so. Mhm. Aber du kannst niemanden schützen vor so Situationen. Die gehören alle dazu und da gehören die Jungen dazu. Dann finde ich, hey, das muss man erleben. Ja. Ich merke, das ist eine philosophische Sendung. Total. ich muss meinem Namen gerecht werden. noch zum Abschluss. Siehst du jetzt in dieser Situation, wo Thun jetzt ist, irgendetwas anderes als bei anderen gefährlichen Situationen, wo Thun jetzt auch schon drin war? Ja, eben, also, das ist, was der Benni vorhin gesagt hat, mit dem Erlebnis, so, das haben wir ja letzte Saison gehabt, mit dem Sion-Match, wo einfach komplett in die Hose ist. Und das ist wie so ein Schlag, den haben sie vielleicht noch nicht bekommen. Vielleicht muss der noch kommen, in so ein 1-8 Niederlage oder irgend so etwas. Das könnte durchaus sein, oder? Und dann sagst du plötzlich, jetzt ist mir alles egal, jetzt gehe ich einfach, jetzt mache ich. Und das kann durchaus sein, dass so etwas könnte helfen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir sind wieder zurück nach dem Powerbreak. Guess Who heisst das Spiel, wo wir die drei Experten da noch ein bisschen quälen. Zum Abschluss, das kommen Bilder von Fußballern, die am Anfang ein bisschen so verstrudelt sind, sobald ihr wisst oder beziehungsweise denkt, wer ihr da seht. Prüft das einfach. Und dann kommen wir je nachdem einen Punkt oder einen Mahnfinger über, wenn es falsch war. Erster Player, bitte ab. Ademi hat es gesagt. Ja. Ihr seid beide falsch, sind jetzt beide gesperrt. Das heisst, der Raffi könnte noch. Valentin Stocker. Der Valentin Stocker sagt er. Und jetzt hätten wir ihn auch langsam. Ja, genau. Ja, super. Das ist der Mutter der Rotgesperrte. Die
Tipps angehen an den Schiedsrichter. Ich glaube, er hat sich schwer verletzt. Ganz schwer. Es ist nicht eine saubere Aktion. Hier ist völlig übertrieben. Valentin, du findest übertrieben? Ja. Sperre, ihr alle. Ah, ich glaube auch. Vier, das ist richtig krass. Nächstes Gesicht, bitte da. Alexander Gent. Aradore. Oh, das ist korrekt gewesen. Das ist der Aradore, einer von denen, wo FC Thun auch das Goal reingehauen hat. Das ist das lustig, Goal, dass wir nicht mit dem richtigen Club haben. Ja, die Libri, die kennen wir schon langsam. Das ist gut. Mit dem Goal hat er wenigstens nichts können machen, oder, der Fevre? Ja, das war schwierig. Aber der macht immer das gleiche Goal. Das ist in dieser Saison, oder? Macht der Arie hier oben seit 30 Jahren. Nein, nein. Nächste Sicht, voilà. Ben Khalifa. Ben Khalifa ist falsch. Simon Greter. Greter ist auch falsch. Guillaume Fevre. Guillaume Fevre? Ja. Nein. Ja, doch. Ja, ja, doch. Das stimmt schon. Es ist völlig richtig. Was meint ihr jetzt, Stadtreich nächstes Mal wieder zwischen den Pfosten? Im nächsten Spiel gegen Sion? Jetzt sind wir noch gespannt, was morgen rauskommt, oder? Wenn der Trainer gewechselt wird, dann keine Ahnung. Sonst glaube ich, dass er wieder zwischen den Pfosten steht. Wir sind gespannt. Nächstes Gesicht. Wir haben 2-1-0. Das Gesicht ab, bitte. Das ist der Club, glaube ich, auch sehr schwierig. Gimeno. Nein, Gimeno ist falsch. Das sind daneben die, hä? Ja. Das sind daneben die. So, als Tipp kann man geben, er ist... Über St. Gallen, oder? Er ist über St. Gallen, er ist sehr jung. Ich weiß es. Und er... Also darfst du noch mal. Ja, was, wenn es so schnell kommt, dann darfst du es auch noch mal. Der Fasli, oder? Nein, das war nicht der Fasli. Nein, das war Stergiu. Stergiu? Die sehen so alt aus, die Fußballer. Die sehen schon mit 17 aus wie 30. Schau mal, der Benja, der sieht auch schon aus wie 30. Du bist erst 24. Wir haben noch einen. Ist das richtig, Regie? Gut, dann spielen wir ihn jetzt ab. Ritschmunzi. Da haben wir einen Joy erkannt. Vom Benny ist er gekommen. Ritschmunzi. Wir haben ja auch zusammen gespielt. Ist er so lustig, wie alle sagen, der Ritsch? Ja, ist ein lustiger. Ja. Er ist ein fröhlicher. Ja. Ein fröhlicher. Ja. Der Benny ist einfach der Sieger. Er gewinnt die neueste Ausgabe vom 12. Viel Vergnügen damit und gratuliere zu ihrer unglaublichen Gesichtererkennungsfähigkeit. Ist ja sehr gut. Etwas, Raffi, kann man wirklich eigentlich einem Trainer die Schuld anschieben, wenn man einen Club hat wie der FC Thun, wo es einfach so viele individuelle Fehler gibt, dass man sagen kann, Schneider noch lange weiss nicht was, super, sich vorbereitet auf das Spiel, nach passieren so Sachen. Auch sagen, ja. Also ich finde nicht. Ich finde nicht grundsätzlich. Also jetzt gerade in dem Fall würde ich glaube jetzt auch am Trainer noch festhalten. Aber was halt, auch wenn er vielleicht nicht schuld ist, glaube ich schon, dass auch grundsätzlich in so einer Situation ein neuer Trainer, einfach eben, wie es Benny gesagt hat, der neue Impuls kann helfen. Und vielleicht wäre das ein neuer Impuls, der halt von außen kommt, nicht vom Trainer selber. Ich weiß es nicht. Du hast vorher aber darauf plädiert, lieber so weitermachen, lieber gewisse Sachen ändern, als den Trainer in die Wüste schicken. Ja, tendenziell, ja. Also, eben, wenn man bezüglich ist vom Trainer, ist es meistens der Richtige. Aber man weiß es nicht im Vornherein. Also ich würde jetzt schon am Trainer festhalten. Aber ich bin natürlich auch nicht so nah dran, um das hundertprozentig zu sagen. Wir werden es eigentlich morgen sehen bei der Pressekonferenz. Falls es wirklich so wäre, dass der Marc Schneider gehen müsste, müssen wir eigentlich sagen, der FC Thun ist ein normaler Club geworden, oder? Wie alle anderen. Ja, doch noch. Ja. Also, schauen wir morgen ab. Also, ich finde den Marc super. Von dem her, ich würde ihn nicht entlassen. Wir sind gespannt. Morgen weiss man mehr. Ich glaube, am 10 Uhr ist die Pressekonferenz. Dann wissen wir, wie es beim FC Thun weitergeht, wie es da weitergeht. Das weiss man natürlich. Danke euch auf jeden Fall ganz herzlich. Sind ihr da gewesen? Hat mich sehr gefreut. Ihr habt hoffentlich mehr erfahren über den FC Thun, wenn ihr sonst noch mehr wissen wollt, über den Schweizer Fußball allgemein. Ihr wisst wo: welovefootball.ch und sportalhd.com. Wir sehen uns wieder nächste Woche am 7. Dann hoffentlich ohne komischen Trainingsänderungsplan, weil wir haben dann eigentlich ein Club, der momentan solid unterwegs ist. Bis nächste Woche. Ciao zusammen.
The Soccer Lounge. Präsentiert von Raiffeisen. We love football.